Endlich hat das einstige TV-Traumpaar Jennifer Aniston und David Schwimmer auch abseits der Kamera zueinander gefunden. Die beiden Serienstars sollen mehr als nur Friends sein. Jennifer Aniston und David Schwimmer haben wieder heftig geflirtet. Was lange währt, wird endlich gut. Das zwischen Jennifer Aniston, 55, und David Schwimmer, 57, die Chemie stimmt, wissen Friends-Fans schon seit der ersten Folge. Die beiden Schauspieler haben sogar mal zugegeben, während der Dreharbeiten zur Kultserie ineinander verknallt gewesen zu sein. Doch einer von beiden war immer anderweitig vergeben, sodass es nie wirklich passte. Wir haben dann unsere Bewunderung und Liebe füreinander in unsere Rollen Ross und Rachel gesteckt, erklärte Jennifer. Jetzt, 30 Jahre später, soll es aber endlich zum Happy End im wahren Leben kommen. Für einen Werbespot standen Jen und David kürzlich wieder gemeinsam vor der Kamera und sind seitdem ständig in Kontakt. Hinter den Kulissen wurde heftig geflirtet, berichtet ein Mitarbeiter der Filmcrew. Denn an ihrer gegenseitigen Zuneigung hat sich offenbar bis heute nichts geändert, im Gegenteil. Sie sind füreinander geschaffen. Liebes Outing soll nicht mehr lange dauern. Die Gefühle, die die beiden füreinander hegen, sind mehr als nur rein freundschaftliche, weiß ein gemeinsamer Freund der beiden. Sie reden über alles und vertrauen sich total. So eine tiefe Verbundenheit hat Jennifer bisher noch zu niemandem gespürt, und David geht es da nicht anders. Dennoch wollen sie nichts überstürzen. Jennifer und David gehen es langsam an und halten sich sehr bedeckt. Nur ein paar Eingeweihte wissen Bescheid, verrät der Freund. Für beide sei es nicht leicht, sich wieder auf jemanden einzulassen. Nach seiner 2017 gescheiterten Ehe mit der britischen Künstlerin Zoe Buckman, 38, aus der auch die gemeinsame Tochter Cleo, 12, hervorging, hat David Bindungsprobleme. Er meinte zu Jennifer, dass es ihm etwas schwerfällt, wieder zu daten, so der Insider weiter. Und sie zeigte vollstes Verständnis. Jen meinte daraufhin, dass es ihr ähnlich gehe seit ihrer Trennung von Justin Theroux und dass David sich so viel Zeit nehmen solle, wie er brauche. Und so bleibt es vorerst bei täglichen Telefonaten und SMS sowie gelegentlichen Dinnerdates. Doch der Eingeweihte ist sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis die beiden sich öffentlich zu ihrer Liebe bekennen. Sie sind füreinander geschaffen und zum ersten Mal beide zur selben Zeit Single. Zu den SAG Awards erschien Jennifer jetzt mit einem fetten Klunker am Verlobungsfinger, angeblich ein Geschenk von David.